Also wieder so ein Ding, wo man sagen kann, Deutschland, Ungarn, ja. Guten Morgen, heute haben wir den 22.08.22. So, wir haben jetzt 4 Uhr und 2 Minuten, 13 Grad Außentemperatur und sie warten rund 1000 Kilometer und los geht's. München und E, dann weiß ich auch, was es ist. Electric Test Vehicle. Thomas Super Plus, eine Super 95 tanken. Ist günstiger. Der du musst da in der Mitte AdBlue oder so. Ja, ja, da brauchst du nicht hinfahren. Warte kurz. So, gerade getankt für 1,789. Schatz ist auch wieder da. Und gestern. Ich habe 50 Cent vergeudet. Ja, nein, muss nicht. So, gestern bei uns daheim, 2 Euro, wie waren es? 4 oder 5? 2,05 Euro. Ist es so gewesen, dass am 18. Februar 2020 Tickets, 3 Mahlzeiten pro Tag, ein Zugticket zum Flughafen in Deutschland und der Bustransfer vom Airport zum Hotel in der Türkei. Und es gibt auch 3-Sterne-Hotels, die 56-Tage-Reisen anbieten, ja. Und zwar für 511 Euro. Ja, da macht es ja tatsächlich fast schon Sinn. Um Himmels Willen, ich will hier nicht Werbung machen. Die rennen, aber wie du sagst, das ist natürlich ein cleverer Schachzug. Und ich nehme mal an, einige Leute werden sich das auch überlegen. Man muss sich jetzt aber auch die... Ja, gut. Voll mit Kind. Kind. Da sitzen hinten. War vielleicht so eine Sportmannschaft oder so. Alles möglich, ja. Da ist schon mal ein bisschen Sprühfarbe. Könnten wir hier, das ist die Kamera, glaube ich, die. Mhm, die ist für die Schilder. Ja. Aber vorne ist nochmal eine, guck. Ja, ja, klar. Ja. So, der. Jups, hallo. Das Kombi-Ticket bitte. Genau. Die Anzahlung und 15. Nächste Baustelle links durch die grüne Spur. Wir wissen Bescheid. Dankeschön. Tschüss. Die sehen aus wie Neulinge. Die kennt das Auto noch nicht. Genau. Können Sie noch schwerer machen in Zukunft und an jeder Mautstelle separat bezahlen. Das ist zweimal der Bezahlvorgang. Da war mal Stau und dann haben sie, hat die Polizei hier mal kontrolliert. Okay. Und auch Autos rausgenommen. Die stehen jetzt aber richtig lang. Ja.
Deppen müssen auch so eine Mordsbaustelle machen mitten im Ferienreiseverkehr. Das blick ich einfach nicht. Ja, der mit seinem Wobel. Aber der hat es ja nur am modernen Stück, wenn du so willst. Ja. Ja, und trotzdem bis in den Tunnel rein, Stau. Wenn die Sonne mal nicht scheint, dann kauft man sich dieses Auto. Da scheint die Sonne jedes Mal. Wenn das Auto schon sieht, scheint die Sonne. Ungarn ist heute zum ersten Mal kontrolliert. Ich glaube es nicht. Nee, das wäre ein Wunder. Vorne war eine Abbiegung oder eine Abbiegespur für LKWs größer wie 20 Tonnen und da war eine Schranke. Okay. Also die werden wohl da kontrolliert. Keiner baut. So, halten, nö. Heute regnet es. Erstmal Regenwetter in Ungarn. Mensch. Jetzt gibt es gleich eine Überraschung. Jetzt gibt es eine Mordsüberraschung. Nämlich, da waren wir schon mal brutal überrascht. Und sie hier. Zero Emission. Emission, ja. Emission. Und der Strom kommt von nichts, oder? Der Strom kommt aus dem. Aus der Luft. Schwachsinn. So, jetzt gibt es die Überraschung, weil die Toiletten hier sind sauber. Das heißt, in Deutschland sind die Toiletten absolut nicht sauber. Ja. Hier riecht es noch nicht so schlimm. So. Ja. Gut, da fehlt jetzt. Draußen regnet es. Aber hier, das ist sauber. Für uns war das eine Überraschung, weil Autobahntoiletten in Deutschland, boah, gehst schon rein und hältst schon ein bisschen schottest du alle Poren ab, weil du weißt nicht, was du die einfängst. Und zum anderen schaust du auch so geruchsmäßig, dass du wirklich die Atmung einstößt. Da kommst du blau daraus aus dem Ding. Weil du Angst hast, was könntest du da riechen? Und draufsetzen. Was soll das draufsetzen? Ich hab's eigentlich. Die letzte Zeit immer vermieden, in Deutschland Toilette zu müssen. Und hier, eine Toilette, die nichts kostet und sauber. Also wieder so ein Ding, wo man sagen kann, Deutschland, Ungarn,